Willkommen zurück bei Dark Souls 2. Mir hat jemand gesagt, hier im Brunnen befindet sich noch eine Flakonscherbe. Haha, auf das muss man erstmal kommen. Erstes Flakonscherbe, jawoll. Vielen Dank für den Tipp. Erstes Flakons kann man nie genug haben. So. Mir ist gerade aufgefallen. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens. Man kann sich doppelt in das PlayStation Network einloggen. Ich bin gerade online mit meiner PlayStation 3 und meiner PlayStation 4. Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Und zweitens, wenn ihr eine PS4 euer eigen nennen könnt, dann könnt ihr Dark Souls 2 mit dem DualShock 4 spielen. Notiz an mich selbst, nicht an das Mikrokabel kommen. Könnte blöd sein. So, deswegen habt ihr mich jetzt nicht gehört. Ich wollte sagen, ihr könnt Dark Souls 2 mit einem DualShock 4 Controller spielen. Das ist absolut geil. So, Def in der Mütze auf der rechts. Holla die Waldfee, hier laufen seltsame Gestalten rum. So, ihr seht, ich habe ein Bonfeuer mehr. Ich habe nämlich, oder ich bin ein bisschen rumgestreunert gestern. Ich wollte die Gegend so ein bisschen erkunden und habe herausgefunden, dass man eine Wand mit so einem Explosionsfass einreißen kann und habe dahinter zufällig einen Schmied gefunden und ein Bonfire. Und ich zeige euch das jetzt mal. Nämlich hier, wo die ganzen Hunde sind. Genau da an diesem Eck, da war die rissige Wand. Ihr müsst nur schauen, dass dieses Fass da oben herunterrollt. Und dann findet ihr hier unten einen Schmied, nämlich den guten Mann. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Mit dem kann ich aber noch nichts machen, da er eine Glut haben will. Und ich weiß noch nicht, wo ich eine Glut finde. Handwerkshammer und glitzerndes Titanit. Wunderbar. In den ganzen Kisten waren nur Schmiedebedarf, also nichts Wichtiges. So, ich würde auch mal sagen, wir machen jetzt hier weiter und zwar von der anderen Seite. Das ist nämlich genau die Seite, wo mich dieser Greif abgeworfen hat oder Adler oder was immer es ist. Könnte ja ein großer Rabe sein, ich weiß es nicht. Irgendwas mit Flügeln halt. Der hat mich da abgesetzt, da war ebenfalls ein Bonfeuer. Und das müsste genau die andere Seite sein von dieser Festung. Genau, hier werdet ihr nämlich abgeworfen. Und dann kommt ihr hier raus. Ich glaube, das da vorne war der Turm, wo der NPC drin stand, der mit mir geredet hat. Hier war ich schon mal ganz kurz. Hier links gibt es nämlich einen Gegenstand, hier an der Leiche, da ganz vorne am Eck. Hier könnte man durchs Fenster zu den Höhlensoldaten. Und hier könnte man runterspringen. Habe ich aber nicht so das Bedürfnis im Moment. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mein Heidelritterschwert auf plus 4 geupgradet. Ihr seht, die Stats mit Blitzschaden ist jetzt ein bisschen höher. Feuerschwert ist auch noch auf plus 4. Ansonsten hat sich aber nichts geändert. Ja, der ist der böse Mann. Deswegen geht die Tür von dieser Seite nicht auf, weil hier Fessel davor ist. Da habe ich mir jetzt einen Shortcut gebaut, oder? So ist es. Hier nochmal die Bestätigung. Das ist ein Loch. Hier ging es ja dann, wenn ich jetzt gerade gehen würde, so schräg in den Raum mit diesen 6 bis 8 Hüllensoldaten. Und unten ging es dann zum Boss. Das ist dieser Weg. Da bin ich aber jetzt noch gespannt, was es hier so alles gibt. Da ist ein Ring voraus angeblich. Da sind aber auch Hundis unten. Sehe ich das richtig, dass da Sprengfässer sind da unten? Habe ich noch irgendwo eine Feuerbombe? Nein, habe ich nicht. Habe ich weggehört, irgendwo geschossen.
glaube, dass du spinnst. Kannst mich da nicht einfach so anschießen. Wie kommen wir denn dahin? Ups. Gut, ich denke mal, mit dem Feuerschwert runterzuspringen ist Selbstmord. Deswegen mache ich das mit dem Wildschwert. Einmal sauber eine wischen, genau. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Ja, die Hunde sind nicht sonderlich schwer. Zwei Streiche und das Vieh ist Geschichte. Wunderbar. Oh, ich sehe gerade, in 6 Minuten ist mein Metal Gear Solid 5 Ground Zero Download fertig. Angreifen und dann Rundumschlag. Das war ein Tipp für die Hundis. Die Frage ist, wo ist jetzt der versprochene Ring? Muss ich da noch ein Stückchen weiter? Oh, jetzt sind wir hier. Erstaunliches voraus. Fein voraus. Lasst mich raten, das ist ein Mimik. Nein, ist kein Mimik. Ich mache das ein bisschen stutzig, dass ich bis heute noch kein Mimik gesehen habe. Uralter Schlüssel und silberner Schlangenring. Awesome. Silberner Schlangenring war doch dafür da, um mehr Seelen zu bekommen. Im normalen Dark Souls. Lasst mich mal gucken. Bitte, hoppala. Gucken, ich muss. Silberner Schlangenring, da ist er. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Dieser Silberring zeigt eine Schlange, die Dienerin und zugleich Manifestation des Gottes der Gier. Zandroe ist. Hier wird herkömmlicherweise als Laster betrachtet, doch nur ein Narr lässt sich davon eine gute Gelegenheit ruinieren. Was war jetzt das für ein Schlüssel? Hausschlüssel, Urteschlüssel, ein sehr alter Schlüssel. Dieser Schlüssel ist sehr alt, doch in sehr gutem Zustand. Er könnte also noch funktionieren. Doch zu welchem Schloss mag er wohl passen? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, welchen Ring tue ich jetzt raus? Körperliche Angriffe ist nie schlecht. Die anderen Ringe sind eigentlich auch sehr gut. Ich könnte vielleicht den Steinring ablegen. Verringert die Balance der Gegner. Da bin ich auch wieder ein bisschen im Blauen. Jawohl. Ja, ja, erstaunliches voraus. Da ist ein fettes Loch. Diese Bastarde, die anderen Spieler, ja. Da legen sie für unerfahrene Dark Souls-Spieler Nachrichten aus. Da gibt's Erstaunliches da unten. Und lachen sich ins Fäustchen, wenn dann einer runterfällt. Die sind so gemein. Aber ich glaube schon, ich weiß, wo der Schlüssel passt. Ich habe da eine ziemlich gute Vermutung. Und um ein bisschen Weg zu sparen, mache ich das über das Leuchtfeuer. Das geht nämlich schneller. Ach nee, ich komme ja gar nicht mehr zurück zum Leuchtfeuer. Ich kann nämlich nicht mehr über die Steine springen. Stimmt, ich muss den Weg gehen. Hilft alles nichts. Dass die mal vorbeihauen. Ah, bin ja ziemlich nah an der Kante, das ist gefährlich. So, bisher läuft es ja ganz gut. Ich frage mich nur, wie ich da oben raufkomme. Da liegt nämlich auch noch was. Schups. So müsst ihr das dann machen, wenn ihr das, wenn ihr den Weg zum Schmied haben wollt. Und das detoniert dann da vorne, wenn es gegen die Wand prallt. Du machst einmal ziemlich cool Peng und dann war's das. Ich weiß, brauche ich auch nicht mal ans Leuchtfeuer gehen, denn ich bin schon fast da, wo ich hin will. Viele von euch können es sich vielleicht denken, wo ich meine, wo der Schlüssel passen könnte. Ich meine, wir haben ja nur eine verschlossene Tür gefunden bisher. Ha, ausgewichen, das passt. Moment, da kommt noch einer, da ist er. Bleib stehen, damit ich die treffe.
Kann es sein, dass die Typen nie treffen, dass die immer drüber schlagen? Ich glaube, das war... komisches Gefühl. Da ist die Tür. Da ist ein Feind. Moment, dann nehme ich euch zwei auch noch weg. Einmal. Und zweimal. Ich hatte schon mal so einen Blinder getötet, wir wissen es ja. Wollte Schlüssel benutzt. Jawohl, hier passt er. Neues Gebiet. Vorsichtig sein. Wir wollen ja nichts mehr stürzen, ne? Ah, noch einer. Ich habe nur zwei gezählt, noch nicht drei. Auf das war ich nicht vorbereitet. Oha. Es sind sogar vier. Nicht da im Hundehof oder was? Okay, hier könnte ich eine Fackel entzünden. So, hier. Ah, wieder so ein Mechanismus. Man lernt, man lernt. Ah, oh mein Gott! Das war vielleicht fast dämlich. Wandererkapuze und das ganze andere Wanderzeug. Tod voraus, ich hätte es vielleicht auch erahnen können, ne? Wenn ich die Botschaften mal lesen würde. Wanderer-Ausrüstung. Ach, das ist der Start-Equipment. Ui, mit dem schönen, coolen Mantel. Alles klar. Ich bleibe aber trotzdem bei der Elite-Ritter-Rüstung. Einfach, weil ich es kann und weil sie besser ist. Aber schön, dass wir hier diese Start-Rüstung finden. Zwar ein bisschen spät eigentlich im Spiel, aber... immerhin. Hey, da ist ein Bogenschütze. Oder Armbogenschütze. Einigen wir uns auf das Wort Schütze. Ah, wäre jetzt da unten reingegangen, hätte ich eine kassiert. Der läuft mir nach, das passt ja eh wunderbar. Geheimnis voraus, deshalb Feuer. Ich möchte aber ungern jetzt das Feuer benutzen. Wo ist jetzt der Typ hin? Der ist da oben rauf. Okay. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ach, da bräuchte ich so einen Pfarrerstein. Habe ich denn nicht. Nein, ich bin eigentlich weg. Puh! War das jetzt der Kerl, der mich von der die Leiter hochgestiegen ist, hat mich der jetzt von hinten genatzt? 10.000 Seelen, einfach futsch, puff, weg. Wie Blüten im Wind verschwinden sie, puff. Die hole ich mir wieder. Ich bräuchte so einen Pfarrerstein. Habe ich da noch irgendwo einen rumliegen? Nein, habe ich nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir gleich einen gekauft, aber... weiß man ja vorher nicht. Moment, ich bin am falschen Leuchtfeuer. Verbandenzelle, das ist der kürzeste Weg. Das ist nur geradeaus, runter und wieder geradeaus. Dann bin ich wieder da hinten drin. Hahaha, kurzer Weg. Es muss hier irgendwas Cooles geben, denn ich mache ja nicht am Leuchtfeuer nach dem Boss weiter, wo der normale Weg weitergehen würde. Also muss hier irgendwas sein. Sonst wäre diese Tür nicht abgeschlossen gewesen. Sonst wäre der Schlüssel dafür nicht versteckt gewesen. Mhm, es ergibt Sinn. Da oben ist eine Nebelwand, das macht mir irgendwie Angst. Ist das wieder so ein Kampf auf der Brücke gegen irgendwelche Viecher? Ah, wie hießen denn die zwei aus Demon's Souls? War das der Man-Eater? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, er hieß Man-Eater in Demon's Souls. Das war auch so ein Kampf auf der Brücke gegen zwei so Kreaturen. Ähnlich wie die Gargoyles aus Dark Souls 1. Na, kommst du runter, Bub? Jetzt hat er mich einmal getroffen. Boff hat's gemacht. Ich sehe schon, ich bin schon wieder zu fix unterwegs. Das könnte mir unter Umständen das Leben kosten. Na, komm rein, Baba. Komm rein. Ich habe auch Schappi für dich. Aber nicht ich bin das Schappi. Falls du das meinen würdest. Nein, nein, nein.
nicht an meinen Eiern kauen. Das tut man nicht. Sehen eines namenlosen Helden? Das bleibt offen. Ich mache jetzt trotzdem mal die Tür auf. Niemand zu Hause. Ich gehe trotzdem wieder oben lang. Das war irgendwie angenehmer. Auch wenn mich die Gegner verfolgen. Ich weiß nicht, wann. Hallöchen. Und weg bist du. Und dich kümmere ich mich auch gleich. Nicht, dass du mir da wieder einer nachstackst. Aha, von da ist er gekommen. Auf die Fensterscheibe, du kleiner Bastard. Darf man ja echt keinen erzählen. Große Szene eines namenlosen Helden und eine grüne Blüte. Unten ist auch gerade ein Spieler. Ich möchte eigentlich nur meine Seelen, um mir dann so einen Fahrradstein zu kaufen, weil ich nicht genau weiß, was er macht. Ist doch gar kein Fenster. Guten Tag, mein Freund. Die werden mich doch nicht angreifen wollen, oder? Sowas tun. Was könnte der Fahrradstein denn auslösen? Ich weiß es nicht, aber ich will es unbedingt herausfinden. Das interessiert mich jetzt. Der hat mir das Leben schon einmal erleichtert und einmal hat er mir ein Geheimnis gezeigt. Ihr wisst ja, in dieser... Wie ist denn das? Niemandswerft? Ich weiß es nicht mehr. Da hat er doch das Licht angemacht im ganzen Gebiet. Und das allererste war, einen Geheimgang zu öffnen, um zwei versteckte Truhen zu finden. Also denke ich mir mal, dass das hier auch so der Fall sein könnte. So, wir reisen zum Kardinalsturm, denn da sitzt die alte Hexe, die müsste noch einen Fahrradstein haben. Ich hoffe, dass sie einen hat. Wenn sie keinen hat, dann soll sie gefälligst einen bestellen, dann hole ich den morgen ab. Gar nicht so schwer sein. Leben in Zeiten des Internets. Naja, lach nicht so blöd und gib mir einen Fahrradstein. Nein, sie hat keinen mehr, du. Blödes Biest, hätte ich beinahe gesagt. Lively times, baby. Ja. Bla. Gut, dann gehe ich nochmal zurück nach Manchula. Oder Manchula, nennt es wie ihr wollt. Ich werde jetzt nochmal ein Level abvollziehen und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder, wo ich gerade aufgehört habe. Ich schneide das jetzt ein bisschen zusammen, damit ihr nicht so viel warten müsst. Liebe Leute, bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin euer Zarkon, stay tuned and so on.